Sally und herzlich willkommen bei Ernst und König. Ich bin der Frank Leischner und ich habe heute einen ganz tollen Termin beim Johann Traber, bei der Original Traber Show. Der Johann Traber hat nämlich eine Entscheidung getroffen. Er hat sich einen Ford Ranger gekauft. Und ich möchte von ihm wissen, warum, wieso und weshalb. Und ich treffe ihn jetzt gleich in seinem Museum und da gehe ich jetzt hin. Und da bin ich, im Museum von Johann Traber. Irgendwo ist er hier. Ich ruf mal Johann! Ja, wer ist da? Hinten ist er. Ich bin's, der Frank Leischner von Ernst und König. Komm rein, mein Lieber, komm rein. Das ist cool. Die Johann Traber Show, nachgebaut von Faller. Salut, Frank. Mensch, Johann, der Wahnsinn, was ist das hier? Das sind so Erinnerungsstücke, die man so gesammelt hat im Laufe der Jahrzehnte, Jahrhunderte, wenn man so will. Familie Traber ist jetzt 500 Jahre alt und langsam wird es Zeit, dass man sie ein bisschen aufhängt, die Sachen. James Bond Moonraker, das ist doch der Beißer. Ist das du links daneben von? Ja, ja, klar. Nee, oder? Da haben wir mitgespielt im Moonraker. Und da haben wir, wo es rum war, da haben wir natürlich, da durften wir die Kulissen sehen und dann haben wir uns eingeladen und das war ein Recht ist mein Agent. Und ich gucke den so an, weil er gesagt hat, wenn ihr nicht ruhig seid, schlage ich euch jetzt die Köpfe zusammen. Sag ich, du, das machst du nicht, du guckst so hoch zu ihm. Aber was mich ja noch mehr schockt, guck mal da unten. Das ist James Bond? Ja klar, Roger Moore. Den habe ich jetzt wieder gesehen in Rust, wo wir das Bolerock eröffnet haben, war er ja da. Und ich bin mit dem Motorrad in seine Suite hochgefahren, wo er geschlafen nee. Hat. Da haben wir uns seit 35 Jahren wieder mal gesehen. Hey, und das ist hier sozusagen, ja, das ist dein Museum? Deine Motorräder? Aus der Familie hauptsächlich. Wow. Ne? Das ist von der Zugspitze, das von meinem Vater, das von meinem Onkel, das von meinem Cousin und das sind meine beiden. Und ich hoffe, dass zur Zeit doch was dazukommt. Ne? Johann, ja. Ich bin nicht wirklich wegen deinem tollen Museum hier. Ich bin hier, weil du für dich, für dein Unternehmen, eine, wie ich finde, super geniale Entscheidung getroffen hast, nämlich du hast dir was Neues gekauft. Ich habe ein neues Standbein, ich verkaufe Lamblachs und da hinten das Auto, wo der Anhänger wiegt 3,5 Tonnen. Und mein Fahrzeug war zu schlapp, zu schwach und dann habe ich recherchiert und da gab es ein Auto, was auch noch optisch schön aussieht, wo ich sofort mein Herz verloren habe, muss ich ehrlich sagen. Das ist der Ranger, der hat auch eine Anhängerlast von 3,5 Tonnen. Aber jetzt kommt genau der Moment, wo der Frosch ins Wasser rennt. Ich meine, der neue Ranger, ein wahnsinns geniales Auto. Du hast ihn draußen stehen. Gehen wir zum Ranger, oder? So machen wir's. So machen wir's. Johann, ha, Schmuckstück, ha? Ja, schön, bin sehr zufrieden. Bist du auch ein bisschen stolz? Ja, klar. Ja, bitte. Das ist der Traum. Der Traum ist das, sowas, ein Fahrzeug zu haben, das zuverlässig ist, wo du überall hinkommst und so ein schweres Ding hintran hängen hast, das ist schon. Ich bin fix und fertig. Das ist ja, Entschuldigung, das ist ja ein Haus, was du da hinten dran hast. Dementsprechend ist es auch schwer, windanfällig und also es ist schwer zu fahren. Aber jetzt muss ich sagen, habe ich eine Ruhe und es kommt gut zurecht und es macht richtig Spaß. Und es ist, wie gesagt, es ist ein Luxus pur. Ich habe einen Ledersitz, ich habe eine gute Ausstattung, super Anlage, Klima. Ich bin sehr zufrieden. Was gefällt dir jetzt so an dem Auto wirklich am allerbesten? Das sind so viele Dinge. Das, wenn du mich fragst, was gefällt dir an meiner Frau am besten, da könnte ich jetzt nicht eins rausnehmen, verstehst du? Es ist eine wunderschöne Kreation. Weil es ist eine Kleinigkeit, die ich sensationell finde. Du kennst sie schon, aber Entschuldigung, ich zeige sie trotzdem. Hier oben drin, wenn man da reinguckt, sieht man, denkt man, einen ganz normalen Rückspiegel. Aber wenn man den Rückwärtsgang reinmacht, dann kommt da das Bild von hinten, die Rückwärtskamera. Und ich glaube, mir sicher zu sein, dass du sie auch liebst, weil wir müssen ja jetzt mal den Zuschauern von Ford zeigen, warum du dich für den Ranger entschieden hast. Weil dein zweites Standbein, der schöne Lachs, den du machst, ja. Dieses Riesenhäuschen, du musst jetzt gleich los. Ja, klar. Sprich, aufbocken, anhängen, also, losfahren und das wollen wir ja sehen, was der Ranger wegziehen kann. Was er kann. Ich wollte dazu nur sagen, ich wusste gar nicht, dass die Rückfahrkamera hat. Ich habe mich erschrocken, ich wollte zurückgucken und ein bisschen nervös, aber da sehe ich ja alles. Und da kannst du jetzt so genau zurückfahren, dass du die Anhängerkupplung siehst und kannst super. Und das zeigen wir jetzt unseren Zuschauern. Super. Jetzt sieht das langsam aus wie ein Anhänger, oder? Ja, ich dachte, das Ding ist fest installiert. Da ist die Kamera und das Coole ist, ohne einen zweiten Mann kann der Johann jetzt dank dieser Kamera direkt hinfahren und muss dich keiner einweisen. Du siehst alles mit deiner Kamera. So sieht's aus. Und das ist immer ganz gut, wenn du niemanden brauchst im Leben. Und dran ist er. Das macht ja Spaß. Das hat ja jetzt keine 5 Sekunden gedauert. Wenn das mein Vater noch erleben würde, was haben wir uns rumgequält früher? Achtung, zurück, vor, halt, jetzt brauche ich nur hier das Stützrad runterdrehen. Wir machen nicht lange rum, ich muss weg. Ich bedanke mich ganz herzlich und
wir sehen uns dann morgen auf dem Lachs im Europapark. Weil jetzt fährt er in den Europapark, genau. Baut auf und dann am morgen Donnerstag geht's los. Also, ich wünsche dir was. Liebe Grüße an meinen Freund. Weiterhin viel Spaß mit dem schönen Ranger. Gell? Also, mach's gut, Jungs. Jo, ciao. Ciao.